Wasserfall. Okay. Aha, das ist schön, dass hier ein Speicherpunkt ist. Und nun? Ah, hier unten lang. Jetzt hier lang? Nein, das ist eine Wand. Jetzt hier hinten habe ich. Hier ist eine Kette zum Hochklettern. Sie mag kein Wasser. Das ist interessant. Echt nicht? Du kannst nicht schwimmen? Warum sollte sie auch schwimmen können? Was ist denn auf der anderen Seite? Fangen wir mal so, hier ist gar nichts. Muss ich überhaupt hier unten sein? Hier ist nichts. Ja, ich muss sie irgendwie bis da drüben kriegen, aber da komme ich nicht durch, weil der Wasserfall im Weg ist. Ich muss den Wasserfall deaktivieren. Kann ich aber hier hinten lang schwimmen? Nee, ich muss den Wasserfall deaktivieren. Okay. Ich nehme dich soweit es geht mit. Nee, Quatsch, ich kann dich unten stehen lassen, das ist egal. Was bringt mir denn die Kette hier? Wasserfall deaktivieren. Bin ich wieder hier. Okay, der Wasserfall ist wahrscheinlich das, was hier hinten war. Was ist klüger, hier lang zu gehen? Der Wasserfall wird sich wahrscheinlich irgendwo da. Oh, warte. Kann ich die Kette hochklettern? Ich kann bestimmt die Kette hochklettern. Bitte werd da unten nicht entführt, obwohl selbst werde ich abgespeichert. Meine Stimme. Dreh dich mal. So, und jetzt hoch. Er kann die nicht hochklettern. Das ist Bullshit. Okay, dann dreh dich bitte. Dann schwingen wir hier drüber. Damit kommen wir dann nämlich zu dem Part hier. Der Wasserfall ist jetzt... rechts von mir, ne? Ja, hier sehe ich auch den Wasserfall. Das heißt, hier drin muss irgendwie die Lösung sein. Wie ich den Wasserfall stoppe. So, wo war die Leiter? Hier. Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hier oben lang komme und ich weiß, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Nervig. Wenn sie halt jetzt von irgendwelchen Schattenviechern entführt wird, bin ich ziemlich am Arsch. Das ist ja wieder... das ist richtig am Arsch der Welt. Super weiter Weg zurück. Ich mag das halt nicht, wenn ich sie irgendwo stehen lassen muss. Ich halt nie weiß, ob sie sicher ist. So, du hier rauf. Dann hier hoch. Fuck you, Spiel.
Ja, bin tot. Das ist so Bullshit. Das ist so Bullshit. Xone streamt Mirror's Edge. Interessant. Wie mache ich das denn? Ich kann sie nicht mitnehmen. Aber was mache ich dann? Wo wäre denn der kürzeste Weg, wo ich sie wiederfinde? Lass mal überlegen. Der kürzeste Punkt, wo ich sie wiederfinden würde, wäre... Irgendwo hier beim Aufzug her. Na komm, jetzt wir gehen jetzt den Aufzug hoch. Sie kann nicht über die Kette. Aber ich kann sie auch nicht alleine stehen lassen. Ich frage mich halt, was die Kiste da hinten zu bedeuten hat. Oh, man kann nicht direkt springen, schade. War ein Versuch wert. Man kann sie die Leiter hier hochklettern? Natürlich, sie könnte die Leiter hier hochklettern. Deshalb ist da hinten die Kiste, damit ich sie die Leiter hier hochklettern lassen kann. I get it. Okay. Ja, ich weiß, wo du stehst. Ich kann hier jetzt einfach das Ding. Ich habe vergessen, dass die Leiter bis hier unten geht. Ist das hier? Ja, kann jetzt einfach hier die Kiste runterschubsen. Jetzt wieder hochgehen. Ein bisschen doof, dass ich die jetzt überall mitschleppen muss, aber ist okay. Okay, Kette. Kette ist hier. Das war close. So ein bisschen hochklettern wäre schon geil. So. Jetzt muss ich wieder hier lang. Lass dich fallen. So, fahr sie mit dem Aufzug runter. Na, was machst du? Komm, wir fahren runter. Komm mit. Bleibst hier stehen. Ich fahre mit dem Aufzug hoch, ja. Mach jetzt. Nee, Quatsch. Ich kann wieder runter.
Vielleicht kann ich die Kiste hochklettern, dann kann ich mir den ganzen Weg sparen. Ich weiß, dass du hier stehst und auf mich wartest. Sieht ein bisschen hoch aus, aber müsste gehen. Haha! So, komm her. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Die ganze Zeit schon gefragt, was ist diese blöde Kiste da hinten? Komm. Ich habe gerade die ganze Zeit R1 gerückt, damit sie mitkommt, aber sie tut's nicht. Sie macht's nur, wenn man Leiter runterklettert. Okay, jetzt macht sie's. Weil mein Charme die Leiter blockiert hat oder so. Ich frage mich ja immer noch, wo, wie das geregelt ist mit den Schatten. Ob die irgendwie nach, nach Zeit kommen? Sehr unsicher. So. Guck mal, noch mehr Leitern, damit ich noch länger auf dich warten darf. Oh, wenn ich... Oh, okay, wenn ich R1 spamme, kommt sie mit. Okay. Mio, R1 spam ist besser als gedrückt halten. Aber gedrückt halten zeigt mir ihre Posi. Oh, aber so ein bisschen mehr. Okay, dann sind wir schon mal bis hier. Du kommst mit. Und bleibst da mal bitte. An sich hier unten stehen, ja. Ich könnte sie halt noch mit hochnehmen, aber sie kann halt nicht klettern. Was, glaube ich, keinen Unterschied macht. Bringt halt nichts, sie hier hochzuholen. Definitiv nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier lang klettern, um endlich rauszufinden, wo ich hier hinkomme. Tipp, 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 tipp. Okay. Ich gehe davon aus, ich lande hier und sie wird angegriffen. Nein? Okay, ich dachte, hier ist ein Trigger, aber ist anscheinend keiner. Was bringt mir der Schalter? Das hat jetzt was gebracht. Ich will trotzdem ganz erstmal hier lang klettern. Bitte werd nicht entführt. Bitte werd fucking nicht entführt. Das wäre extrem uncool. Okay, das Ding fährt rum und runter. Bringt mich hier nicht weiter. Katapultiert mich das nach oben? Reden wir hier von Pseudophysik? Maybe. Komm mal mit. Was passiert, wenn ich mich mit dir hier drauf stelle? Was bringt mir das denn? Ich müsste ein ganzes Stück höher. Warum stehst du da hinten? Du stehst bei der Taube. Ist die Taube so ein Indikator für dich oder so? Ein gutes Stück höher. Vielleicht, wenn ich darauf sitze und im richtigen Moment springe.
Macht anscheinend keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Was ist mit der Tür hier? Okay. Genau umgucken. Habe ich noch irgendwas in diesem Raum vergessen? Hier wäre ein Fenster, da komme ich aber nicht hin.